Geht er wieder Schlag auf Schlag, sei er mal. Komm noch hier rein. Ich habe gezaubert. Schade, ich kann den Container nicht woanders hinstellen. Das ist halt jetzt doof mit den Holzbrettern hier, ne? So, damit es beim nächsten Mal mit abgeholt wird. Warehouse? Da ist hier irgendwo noch Müll. Oh! Kunde an Kraftstoff! Ich habe halt kein Benzin mehr. Die Anzeige neben dem Besen ist, wie sauber meine Tankstelle ist. Und je niedriger der Punkt, desto weniger sind die Kunden interessiert, bei mir zu tanken. Oder irgendwann einzukaufen. Ich brauche... Dietrich? Okay. Aber ich muss noch mehr... Investieren jetzt mal hier richtig in Regale. Hallo, kann man das hier auch gerade? So, wir haben Getränke und Snacks. Und dann Kraftstoff. Es lohnt sich überhaupt nicht. 3 Liter getankt. Bin da. Kaufe zusätzliche Parkplätze. Ich will das hier gern weghaben. Nervt mich. Ich hoffe, Parkplätze. Ach so, am PC. Also, ich bin ein bisschen überfordert. Okay, wir müssen sauber machen. Ich brauche Rudi. Rudi Rüssel.
Und dann Kraftstoff. Und dann Kraftstoff. Okay. So, wir drücken dann einfach hinten auf den Knopf und dann steht er wieder hinten, der Rudi. Ja, 182 Liter. Ist okay. Was ist denn jetzt? Ach so. Mehr Kunden, ja cool. Nehme einen Anruf vom Onkel entgegen. Nein. Wir müssen jetzt mal hier was machen. Ich mache jetzt mal hier erstmal die Tankstelle ordentlich. Wo ist das Brett? Es war einfach unsichtbar. Und dann Kraftstoff. Super. Wieso tanken die alle so wenig? Ich brauche mal so einen LKW, der einfach mal 100 Liter tankt. So, haben wir dann alle Fenster erstmal? Das geht nicht. So. Was ist das hier eigentlich? Eine Ruine. Jetzt müssten alle Fenster frei sein erstmal. Die Frage ist... Was wollen sie hier? Hier ist nix. Hier ist schmutzig. Klar, mach halt hier den Müll rein. Und das... Kann ich ausmachen? Nee. Ich glaube, ich muss das Telefonat annehmen, oder? Ja, wir haben ja noch gar nichts zum Verkaufen. Hello. I see the business is doing well. I'm calling to congratulate you on successfully getting it off the ground. But you can't run a business on fuel alone.
I've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours. Time to talk money. You now owe me. Well, I'll send you the invoice to your email. Don't miss it. I'm sorry, nephew, but there is just no room for charity in this world. I hope you'll find it within your finances to repay the debt. Otherwise, we'll be forced to see to more persuasive methods of reimbursement. Don't have me wait too long now. Goodbye. Erst sagt er noch großkotzig, naja, du bist ja mein Neffe. Und jetzt schickt er mir eine Rechnung? Oh, Kunde an Kraftstoff. I was worried we'd be stranded. Was? Übrige Zeit 5 Minuten für 5000 Dollar? Ja, das ist eine große Flasche. Und ich habe noch nichts weiter getrunken heute. Bediene den Kunden. Ach. Du... Versteht das mit der übrigen Zeit da oben rechts nicht. Übrige Zeit, 3,5 Minuten, verbliebenes Darlehen, 5000. Oh, ganz viele Kunden. Ich wollte das Radio ausmachen, aber es geht, glaube ich, nicht. Und dann Kraftstoff. Cool, dann haben wir jetzt noch 2 Minuten 15 Sekunden, um 4.900 Dollar zurückzuzahlen. Hä? Incredible. Wie soll das gehen? Was machst du? Wer bist du? Kommst du zur Tankstelle? Nee. Ach, du warst, glaube ich, ein Kunde in meinem Laden, ne? Kann das sein? Ich glaube, das ist geskriptet, oder? Das können wir gar nicht schaffen jetzt. Da wird gleich irgendwas passieren. Ich zahle jetzt nicht noch mehr zurück. Schaffen wir eh nicht. Oh, ein Kunde kommt! Kunde kommt! Wie viel Benzin haben wir noch? 155 Liter. Ich muss dran denken, dass ich hier noch was an meinem Stuhl hängen habe. Hallo, Kunscha! Ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt hier Müll auf den Boden geschmissen hätte.
Tschüss. Dein T-Shirt spannt. Und dann Kraftstoff. I was worried we'd be stranded. Immer so, weißt du, immer so ein Dollar über dem, was sie eigentlich wollen. Da machen wir immer ein bisschen Plus. Ist voll gut. Komm mal hier rein und schmeiß den Müll weg, ne? Kaufst du auch was? Vielleicht? Hallo? Was wird was kaufen? Mit deinem Nike-T-Shirt. Pikey. Nike. Oh, die Polizei? Oh. Die Polizei. Hallo. Wollen wir den Kofferraum knacken? Oh ne, das ist Meister. Nein, ich will weg hier. $14. That'll do. Hallo, Herr Officer. Hallo. Ah, Chips und Milka-Schokolade. Perfekt, vielen Dank. Tschüss. Kriegt er nicht mit. Nicht mit eingebuchtet. Guck mal, wie es läuft. Sieht aber aus, als ob die das Zeug auf den Boden schmeißen. Oh. Oh, sie kommen frisch vom Augenarzt. Ich verstehe. Guten Tag. Muss mal die Regale auffüllen. Hast du hier Großeinkauf an der Tankstelle? Die Tankstelle ist teuer. Ich würde gern mal gucken, ob an der Seite die Anzeige zweimal Müll weg ist. Das nervt mich. Einmal Müll. Okay. Ist schon weniger Müll geworden. Wir sollten auch mal Sachen hier einkaufen, oder? Wir können gar keine Sachen hier kaufen. Und dann Kraftstoff. Worried we'd be stranded. Oh, ich komme.